Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, die Thomas und Playgeddon. Und in der heutigen Folge stehen mal wieder Besuche an. Es wollen genau 6 besucht werden. Alter, die Liste steigt auch von Folge zu Folge. 3 aus meinem Clan und 3, ja, aus anderen Clans. Ich würde mal sagen, wir fangen erstmal mit meinen Clan-Mitgliedern an. Da ich die Clans dann nicht suchen muss und man etwas Zeit spart. Der erste, der besucht werden wollte, war Julian. Ja, wobei, Fanatics können wir auch besuchen, da er schon höher ist. Okay, Rat ist Level 7, Trophy Base. Okay, einmal Bagenkönig auf Level 1. Die Magiertürme sind auf Level 3. Mama, wie viele Magiertürme kann man haben? 2, genau. Auf jeden Fall decken die Magiertürme 2 Lager ab, was das Optimale ist. Die Lager stehen zwar etwas weit außen, aber wenn man auf Pokéjagd ist, dann ist es verständlich, dass man nicht so stark auf Loot geht. Die Minenwerfer auf 3, 5, 5. Die gehen maximal auf Level 5. Also ja, nur noch den upgraden auf 5, dann sieht das doch schon gut aus. Die Kanonen gehen bis auf Level 8. Joa, Level 7 ist da doch noch in Ordnung. Du scheinst auch nicht allzu lange auf Rathaus Level 7 zu sein, wobei... Ich weiß nicht ganz genau, also... Ist noch so eine anfängliche... Naja, was heißt die anfängliche, ne? Ist so eine mittlere Rathaus Level 7 Base, kann man so sagen. Du hast schon hier angefangen mit ein paar Mauern auf Level 7. Ja, damit kann man sich Zeit lassen. Also du hast ja auch viel Zeit zum Spielen. Ja, was heißt ich viel Zeit zum Spielen, ne? Ich meine, man sollte sich Zeit wirklich für das Spiel lassen, beziehungsweise investieren. Ja, ich meine, man muss nicht alles direkt, weiß ich nicht, nach einem Jahr fertig haben. Das geht auch nicht. Also ich werde mein Rathaus auch maximal, ja, was heißt hier, maximal frühestens nächstes Jahr upgraden. Denn ich will ja auch noch mal alle Mauern mindestens auf 9 bringen und ein paar auf 10 anfangen. Und das wird wirklich ewig dauern. Egal, weiter zu deiner Base. Das dunkle Lager ist schon auf Level 2. 4000 sind drin. Ja, können wir in dein Profil schauen, was du so für Truppen hast. Okay, Level 4 Barbaren. Ja, also Luft nach oben ist da noch ein bisschen. Kannst die Bogenschützen noch auf 4 machen. Die Riesen auf 4. Die Kobolde auf 4, die Mauerbrecher auf 4, die Balance auf 4, die Magier auf 4. Ja, der Heiler ist nicht allzu wichtig. Drachen kannst du nur auf 2 machen. Hast noch keine Schweinereiter, also, joa. Wobei, du hast, gradest hier gerade dein Armeelager ab. Also doch nicht so lange auf Rathaus Level 7. Kannst du mir mal unten in die Kommentare schreiben. Okay. Aufsteiger wollte jetzt besucht werden. Aufsteiger. Da. Level 69, Silberliga 1. Rathaus Level 8, Farming Base. Deine Magiertürme sind auf 4. Einen machst du gerade auf 4. Die Kanone machst du schon auf 10. Die machst du auch auf 10. Was das Maximum auf dem Rathaus Level entspricht. Sehr gut. Die Teslen hier, beziehungsweise einen machst du gerade auf 3. Der hier ist auf 2. Der ist auf 2. Das dunkle Lager ist auf 3. Deine Mauern sind alle auf 7. Deine Bogenschützentürme sind auf 9. Joa. Sieht doch eigentlich ganz okay aus. Und von der Aufstellung her, die Minenwerfer decken die gesamte Base ab. Die Magiertürme, der deckt nicht ganz zwei Lager ab, nur anderthalb. Also da müssen wir nochmal drüber reden. Nein, Spaß, also. Ja, aber wenn man die Lager jetzt mit den Luftabwehren tauschen würde, würden die Luftabwehren nicht die gesamte Base abdecken. Denn ja, lass es einfach so von der Aufstellung her, es ist doch okay. Das dunkle Lager ist schön mittig, die Clanburg ist schön mittig, den Barbarenkönig, der ist schon auf 7. Joa, also du kannst bald anfangen, ein paar Mauern auf 8 abzugraden, aber ich finde, das ist nicht allzu wichtig. Also was ich dir empfehlen würde, erstmal die Magiertürme auf 6 hochbringen, ne, beziehungsweise auf 5, dann die Minenwerfer auf 6, dann die Magiertürme auf 6 und dann, joa, oder du machst erst die Kanonen. So wie es dir halt Spaß macht, ne, die Kasernen kannst du auch bald upgraden, aber joa, wenn du nicht so oft Packers benötigst, dann musst du die auch nicht upgraden. Ich habe meine Kaserne jetzt geupgradet, weil, ja, für Clankrieger zum Vorteil und ich muss nicht immer 5000 Jahre warten, damit ich endlich angreifen kann. So, sonst war die Base eigentlich, boah, relativ in Ordnung, finde ich. Fanatics haben wir nur gerade besucht. Ja, auch Julian, ja, Julian wollte jetzt besucht werden. Da ist er, Level 75, Silberliga 2. Mal gucken, was uns erwartet. Rathaus Level 9. Trophy Base, zu früh hochgegangen auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber das macht ja nichts, weil irgendwie meiner jeder den Fehler begangen hat, auch früher oder später. Die meisten früher, okay. Hast du schon ein paar Mauern auf 7, was ich dir empfehlen würde, bald die Mauern wirklich komplett auf 7 zu machen, da die Mauern
Wirklich. Die meisten sagen, die Mauern sind nicht wichtig, aber ich finde, die Mauern sind wirklich wichtig, da, wenn man auch starke Mauern hat, das schon einen mächtigen Eindruck beim Gegner hinterlässt und ja, die meisten dann gar nicht mehr auf die Verteidigung achten und dann direkt schon weiterklicken und das hat Vorteile. Magiertürme sind auf 3. Boah, also auf Rathauslevel 8 würden die bis auf 6 gehen, also da ist auch schon noch Luft nach oben. Die Luftabwehrungen sind auf Level 4 okay. Also 5 kann noch ein bisschen warten. Ah, 160, ich glaube, da macht er 190 Schaden die Sekunde. Also ja, ist in Ordnung. Was ich dir empfehlen würde, die Magiertürme hoch, mindestens auf 5. Naja, kannst du direkt auf 6 durchziehen. Und dann die Minenwerfer auf 7. Ja, beziehungsweise, ja, alle auf 7, den einen hast du hier noch auf 5. Und dann alle Kanonen mindestens auf 10. Dann die Bogenschützentürme hoch, die sind erst auf 7. Also da ist wirklich Luft nach oben auf jeden Fall. Aber ja. Ich meine, es ist schon verlockend, wenn man auf Rathaus Level 8 ist und dann auf Rathaus Level 9. Damals gab es ja noch einen zweiten Bohrer dazu. Man kann die Bohrer bis auf 6 machen. Neue Truppen, neuen Zauber, den Jumpspell, der wirklich sehr wichtig ist für nicht für Clankriege. Hat nur Vorteile, wenn man den hat, ja. Die Clanburg ist auch ein bisschen weit aus. Und das Goldlager auch, aber ja. Viel scheint ja nicht drin zu sein. Ja, 100.000. 400.000 hast du dann circa. Ja, dann geht's doch. Dann geht es doch. Joa, also, wie gesagt, alles weiter upgraden. Bist ein bisschen zu früh hochgegangen. Aber wie gesagt, wir alle haben beinahe den Fehler begangen. Okay, der nächste, der besucht wird, ist der X-Destroyer aus dem Clan Darks Army. Darks. Army. Nicht Arme, Army. Ey, diese Autokorrektur, ey. Ei, gibt's nur einen, ne? Gut. Da X-Destroyer, Level 35, Silberliga 2. Rathaus Level 6, ja. Ich will nicht böse, es soll wirklich nicht böse gemeint sein, aber zu Rathaus Level 6 Bases kann man nicht so viel sagen, da man noch nicht so viele Mauern hat und seine Kreativität nicht frei entlaufen lassen kann. Ja, wenn das so, wenn es so ein Sprichwort gibt. Die Luftabwehr gradest du gerade auf 4 ab, was glaube ich das Maximum ist, ja. Minenwerfer kann man bis auf 4 machen. Die Mauern gehen bis auf 6, hast du ja schon angefangen. Elixierlager sind aufs Maximum. Die Bogenschützentürme sind, glaube ich, auch auf dem Maximum, ne? Joa. Ein perfekter Platz für Magierturm wäre eigentlich mit der Luftabwehr tauschen, aber dann deckt die Luftabwehr nicht die gesamte Base ab. Das ist das Problem. Ja, lass es einfach so. Ich meine, das passt schon. Diese Mauern hier sind ein bisschen unnötig, aber. Ja, wenn man mit Riesen angreift, die Riesen konzentrieren sich ja nicht auf die Bauhütte, sondern direkt auf den Bogenschützenturm. Aber ist ja egal. Dein Labor ist schön am Arbeiten. Kann man gerade nicht sehen, was du drin machst. Kannst du mir aber unten in die Kommentare schreiben, was du da gerade machst. Hey, Truppen auf Level 3, sieht doch schon mal schön aus. Ballons kannst du noch auf 3 machen, oder? Boah, wann war ich das auf Rathaus Level 6? Boah, das ist wirklich ewig her. Ich glaube, das war letztes Jahr, so gegen Ostern, wo wir in London waren. Ja. Genau, da ist mein Rathauslevel auf Level 7 fertig geworden, genau. Ja, sonst mal weiter so mit den Upgrades und dann sieht das doch schön aus. So, jetzt der LOL-XD aus Phoenix-Krieger, ja. LOL-XD. Ich habe den falschen LOL-XD in deinem Clan besucht, aber LOL-XD. Das musst du mir auch schreiben, dass es zwei LOL-XDs gibt in dem Clan. LOL-XD, LOL-XDs? Ist die Mehrzahl von LOL-XD, LOL-XDs? Keine Ahnung. Total verwirrend. Hier, einmal LOLXD 55 und LOLXD 66. Er hat mir letzte Woche geschrieben, Level 54, also ist er wahrscheinlich jetzt Level 55. LOLXD, jetzt besuche ich den richtigen. So, Rathaus Level 7. Trophy Base. Deine Mauern sind etwas niedrig. Joa. Aber ist ja Geschmackssache, ob man die Mauern upgradet. Also ich bin wirklich so derjenige, der sagt, Mauern wirklich durchziehen. Ja, bei Rathaus Level 8 habe ich es nicht durchgezogen, leider. Ich bereue es immer noch, dass ich nicht durchgezogen habe, aber egal. Ich mache es da jetzt so nach und nach und ja, passt schon auf jeden Fall. Der Luftabwehren sind auf Level 4. Ich glaube, die gehen bis auf Level 5, ne? Oder? Ja, die gehen bis auf Level 5. Die decken zumindest die ganze Base ab. Hier zwei Magertürme. Die Magertürme müssten jeweils zwei Lager abdecken, aber das ist ja nicht schlimm, da die Lager ja verteilt sind. Was ich hier machen würde, Bogenschützenturm mit einem Elixierlager tauschen, da das Elixierlager da nicht so weit außen steht, um die Gegner halt schwerer rankommen.
Hier hast du es auch gemacht. Und der Barbarenkönig steht etwas weiter außen, aber ist ja nicht so schlimm. Die Clanburg ist schön mittig. Joa. Sieht doch eigentlich relativ nice aus. Jetzt die Magiertürme kannst du demnächst auf 4 starten. Dann die Minenwerfer sind schon auf Max. Dann irgendwann die Mauern. Also das würde ich auch wirklich in nächster Zeit starten. Ich glaube nach dem Magierturm sogar. Virenschutz überprüfen, okay. Okay, mein PC meldet hier mir gerade, dass ich wahrscheinlich wieder einen Trojaner habe. Das krieg auch nur ich hin. Warnung, Suchanfragen werden mutwillig umgeleitet. What the fuck? Ja, ist mir jetzt auch egal. Hauptsache die Aufnahme kackt deswegen nicht ab, egal. Joa, sonst mal weiter so mit den Level 6er Mauern. Die Kanonen sind auf Level 8, was das Maximum entspricht. Es tut mir wirklich leid, aber ich muss hier gerade mal was machen. Antivirus. Okay. Einfach jetzt ab. Nein. Solange Order City nicht geschlossen wird, ist es mir sowas von egal. Boah, Avira nervt mich jetzt. Okay, Packer Level 3 für CW werden wir Clemens gleich geben. Ich werde jetzt nach Hause gehen. Clemens einen Packer geben. Hier ein Packer. Hier ein Packer. Ja, aber David hat. Yo, hab ich. Hier Packers upgraden. Ah ja, ich sollte noch sagen, wenn ich aufnehme. Auf und bitte, denn der Julian wollte mir noch einen Angriff teilen. Boah, hoffentlich ist er noch online. Hoffentlich ist er online. Du auch einen. Nee, hab Golem. Ich will nicht zu lange in den Folgen schreiben, da das für die neutralen Zuschauer relativ langweilig ist. Der nächste, der jetzt besucht wird, ist Thor. Ja, ebenfalls YouTuber, aber ich kann deinen Channel-Namen immer noch nicht aussprechen. Mike Bwatze oder sowas, ne? Nee, ich kann das immer noch nicht aussprechen. Egal, irgendwann werde ich es aussprechen können. Und schreib mich mal auf Skype an, wann wir jetzt endlich aufnehmen, denn du kannst ja irgendwie nur abends, ne? Und am Wochenende ist, haben wir nicht aufgenommen. Im Übrigen, morgen sind wir ja im. Uiuiuiuiui. Morgen sind wir ja schon im Heidepark, Tim und ich. Und ja, nochmal ein ganz großes. Was heißt hier nochmal? Zum allerersten Mal jetzt ein ganz großes Dankeschön an 200 Abonnenten, Alter. Das 200 Abonnenten-Special, es wird zwei Specials kommen. Das eine Special wird. Eieieiei. CW kriegen wir hin, Leute. Viel Glück nachher. Eieieiei. Ey, es tut mir gerade wirklich leid, aber wenn ich so eine Base sehe, da fühlt sich der Thomas angegeilt. nee, zurück zum 200 Abonnenten-Special. Das erste Special wird wahrscheinlich Freitag kommen. Und das zweite wird frühestens Sonntag kommen, schätze ich mal. Ja, also ich werde mir wirklich viel Mühe geben. Tim wird auch dabei sein bei einem Special. Also, ihr könnt euch schon mal drauf freuen. Also, ich glaube, jeder hat was davon. Okay, jetzt zu deiner Base, Thor. Du hast ja schon gesagt, dass du alles auf Max hast, die Verteidigung. Du musst nur die Mauern upgraden und deine Helden. Boah, 30er König. 29er Queen bald. Läuft. Also davon bin ich noch Kilometer weit entfernt. Boah, einen inneren Kreis hast du ja schon mit Level 10er Mauern. Alter, ich glaube, du wartest auch immer sehentlichst auf das neue Update von Supercell. Alter, ist ja echt heavy. Mal gucken, wie viele Kriegssterne der Clan hat. 55. Ei. Alter, Top Base, wirklich. Ja, also dazu kann ich nicht viel sagen. Also bestaunt diese Base. Geil, wirklich geil. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige Besuchsfolge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr auch besucht werden wollt, schreibt's unter dieses Video wirklich. Ich nehme nur die Anfragen unter dieses Video auf, immer unter dem aktuellsten. Julian hatte auch ein älteres kommentiert. Ich habe ihm nochmal gesagt, er soll nochmal das ältere kommentieren. Das liegt nicht daran, dass es mir ums Prinzip geht, sondern weil ich nur unter das letzte Video gucke und dann muss ich nicht alle Videos durchsuchen, wer besucht werden wollte. Und ja, also am besten, wenn ihr besucht werden wollt, schreibt es mir hier unter diesem Video in die Kommentare. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.